Hey Aliupa, willkommen zu Sprich mal Schwedisch. Heute werde ich euch beibringen, wie man das Ü ausspricht. Ü. Das ist auf Schwedisch ein Y. Y wird ja im Deutschen nicht so oft benutzt und der Laut ähnelt wie Ü dem deutschen Ü. Also, es ähnelt ein, es klingt fast wie ein deutsches U mit Umlaut, also Ü, ist aber mehr, geht ein bisschen mehr in I über, also es ist ein sehr offener Laut. I, 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 also nicht Ü, Ü, sondern I, I. I. Also es ist ein Ü mit bisschen mehr I. I, Ü, 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 Ü. Hört ihr? Diese Laut haben wir im Schwedischen in Wörtern wie Lida oder Lira. Es ist wirklich ein bisschen wie ein U mit Umlaut. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr aussprechen würdet, wenn ihr das Schwedische nicht so beherrschen würdet. Also Lyra, Lyra. Aber es ist ein bisschen offener, Lyra, und dann kommt irgendwie ein I dazu. Lyra. Also würdest du I mit I austauschen, würde man keinen großen Unterschied hören. Also schon, aber so groß ist er auch nicht. Lira, Lira, Lira. Lira heißt aber was ganz anderes als Lira. I, 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 I. Also versucht mal ein I, ein sehr offenes I zu sagen, ein offenes I. Und dann langsam in Ü übergehen. So Li, Ü, I, I. Jetzt sage ich I und dann drücke ich die Lippen so zusammen. Also es ist quasi derselbe Laut, aber mit Mundbewegungen. I, I, Lira, Lira. I, so, meine Damen und Herren, das war's für heute. Hej då!